Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Fullmetal Let's Plays hier auf meinem Kanal. Es geht direkt weiter, na, ganz klare Sache. Wir rocken das noch. Wir rocken das noch. Ja, genau so zum Beispiel. Ja, heal mal den Ashitaka, geile Idee. Mach das Ganze bitte sneakend. Genau, burn. Ja, auch du. Healst den Neil. Auch der Neil healt sich selbst. Na, und das Ganze macht er alles schön sneakend. Klasse. Wer hackt hier auf den? Ja, das ist doch cool. Guckt mal. Die hacken sich hier gegenseitig dumm. Fullmetal liegt da dumm im Eck, ne? Linker Arm minus 67, das ist natürlich... Weiß ich jetzt nicht, ne? So, dann schauen wir mal, wie das hier so läuft. Na, pacen wir ein bisschen. Ashitaka, wie sieht's bei dir aus? Wann wieder fit? Er braucht noch Zeit zum Neustarten, ganz klar. Neil, wie geht's dir? Dir geht's ziemlich gut. Neil, heal mal bei dir selbst auch mit, bitte. Und jetzt heal bei Burn ist gehealt. Nee, dann heal bitte Burn. Und Burn, du healst dich selbst bitte auch, damit das schön schnell geht. Na? Und Agnu, du wirst angegriffen, also hack auf ihn ein. Mhm. Ja, stark, Agnu, sehr stark. So muss es nämlich laufen, ne? Wie sieht's bei euch aus? Neil einigermaßen fit. Burn zunehmend fit. Ja, und Agnu regelt das dagegen einen Einzelnen, ne? So sieht's nicht aus. Ja, dann gönnt ihr beide direkt mal ein bisschen Fullmetal-Action. Da muss nämlich auch noch geheilt werden. Ja, und Ashitaka dann eben irgendwann auch noch. Oh, Fullmetal, bleib du mal bitte hier. Und ihr beiden... Heilt den Junge bitte. So wie er sich selbst natürlich auch. Dann geht das doch ruckzuck hier. Alles klar, da stehen zunehmend Leute auf. Agnu regelt hier so lange, oder? Ja, ja, eben. Guck mal, Agnu, prügel mal auf ihn ein. Er ist jetzt gerade abgelenkt, genauso wie wir sonst immer. Und jetzt haken wir den komplett dumm. Sieh doch mal, wie das ist. Ja, ja, chillt mal. Nicht mit Agnu. Alter, Agnu, das ist so fatal, was du hier gerade raushaust. Das ist so bodenlos, was du hier gerade abziehst. Naja, wartet mal ab, der Agnu regelt das. Okay, Agnu down. Ist nicht wild, ist nicht wild. Die healen hier gerade alle Ashitaka, das ist klasse. Na? Und jetzt ist unser Moment. Jetzt kommen wir alle nochmal raus. Jetzt kommen wir alle nochmal raus. Sneak aus und rein da, oder? Passive aus, zack. Alle rein, Leute. Greift hier alle an. Wir regeln das jetzt. Burn, zeig mal, wie es läuft. Zeig mal, wie es hier läuft, genau. Geh mal auf, Alter, direkt Brust wieder. Ich glaub's nicht. Wenn du uns jetzt downschießt, raste ich aus. Hier, hack den weg. Ja, eben. Na. Ja, so sieht's nämlich aus hier. Ashitaka, strong. Sehr, sehr strong, was da abgeht. Neil wird auch regeln. Fullmetal wieder oben an der, am Crossbow, warum auch immer. Das ist jetzt dem sein Ding. Na, das sieht er auch anders gar nicht ein. Ja, da geht's euren Lungen schlecht nämlich, ne? Da geht's euren Lungen schlecht. Er wird komplett durchgezogen. Agnu, supergeil. Spieß da rein, wir spießen die alle auf. Fullmetal jetzt im Nahkampf. Verstehe. Fullmetal, kann es sein, dass du... Oh? Was war denn das gerade? Direkt ein Quicksave hinterher schießen. Stark, Fullmetal, du hast keine Pfeile mehr, nicht wahr? Ja, so sieht's nämlich aus. Was haben die denn für Bolzen? Da können wir ja gleich gucken. Vielleicht haben die ja Bolzen normal. Das wäre ja der Hammer, oder? Dann können wir die so ausluten. Ja, sieht nämlich ganz schlecht aus bei euch, ne? Sieht ganz schlecht aus bei euch. So ist es nämlich. Bolzen normal, oh mein Gott. Hier, nehmt euren Schund. Na, wir looten eure Bolzen normal weg, als gäbe es keinen Morgen. Das ist alles andere als normal, wie wir eure Bolzen looten. Jetzt wird gelootet, Leute. Jetzt wird richtig ekelhaft gelootet hier, ne? Leer. Der hat keine. Dem nehmen wir das weg. Das nehmen wir. Ist das was wert? Ah, nee, nicht wirklich. Das nehmen wir mit.
Ist hier irgendwas wert? Na, nicht wirklich so, dass es sich lohnt, ne? Naja, ist egal. Wir nehmen den auf jeden Fall trotzdem möglichst alles. Er hier hat noch einen Crossbow dabei. Nehmen wir mit. So, wer hat noch einen Crossbow? Hier waren doch noch Crossbows, oder? Ja, hier ist noch ein Crossbow. Guck mal. Full Metal. Na, das wird alles mitgenommen, ist ja klar. Jetzt machen wir das hier mal zu. Deins bleibt offen. So, genau. Und dann kann hier richtig schön reingeshootet werden, oder? Da sind doch bestimmt noch mehr mit Crossbows irgendwo. Hier liegt noch ein Crossbow, guck mal. Perfekt. Na, so sieht's nämlich aus hier. So, mein lieber Full Metal, dann würde ich sagen, ja, wir haben hier alles auseinandergenommen. Also Leute, nächster Move. Wir brauchen dringlichst ein Stärketraining. Und dann müssen wir nochmal gucken, wie wir an unsere Geschichte rangehen, von wegen, wir holen uns so unsere Skelette ran. Na, das klappt ja noch nicht so ganz. Wir haben jetzt ja leider gesehen, na, da klappt leider gar nichts irgendwie. Aber ich glaube, das würde anders klappen, wenn, und da geht's los, ne? Wenn wir wirklich mit denen einfach unterwegs sind. Wir müssen mit denen gehen und so. Wir müssen mit denen richtig laufen und so, ne? Das ist wichtig, glaube ich. So, Full Metal, ja, schieß mal auf die. Zeig mal, wie das mit der Waffe läuft. Mhm. Stark. Sehr stark, Full Metal, ne? Und den nächsten. Zack, rein da, ja, genau, schieß mal auf unsere eigenen Leute, auch sehr, sehr wichtig, ne? Und dann healen. Dann leveln wir direkt ein paar Sachen. Da leveln wir direkt ein paar Sachen. Leute, das hat nochmal richtig Stats gegeben, oder? Katanas bei Ashitaka jetzt auf 50. Alter, Leute, die sind richtig crazy geworden dadurch. Hier Stangenwaffen bald auf 50. Burn hat schwere Waffen bald auf 50. Neil hat Hacker bald auf 50. Da ging richtig was ab. Wir haben richtig was gelernt. Geschick hier 45 bei Full Metal, auch super strong. Gar keine Frage, ist auch super stark. Okay. Wir brauchen Cash, Stärke und Gebrauchsgegenstände. Nein, Quatsch, wir brauchen Cash, Stärke und neue Skelette in der Crew. Das ist klar, oder? Das heißt, lieber Full Metal, zeig mal, was hier geforscht wird. Robotik haben wir ja erforscht. Wir müssten jetzt an unserer Robotikgeschichte. Ja, wir müssten am ehesten eigentlich Skelettreparatursets herstellen, ne? Das wäre, glaube ich, am allernicesten. Das wäre am allernicesten. Industrie, Stahlbarren 2, ja, da müssen wir richtig rein. Uralte wissenschaftliche Abhandlungen, let's go. 3 nehmen wir direkt auch mit. Stahlbarren müssen eskalieren hier, ne? So, Stein für Eisenplatten 4 ist egal, glaube ich, oder? Ja, für 4 Bücher, let's go. Eisenplatten 5, 4 uralte wissenschaftliche Abhandlungen, gönnen wir uns jetzt auch noch, kommt. Dann geht da richtig die Post ab, oder? Dann geht da richtig die Post ab. Uralte wissenschaftlichen Abhandlungen kriegt man ja immer wieder, das ist nicht das Ding, na, und der Rest, wisst Bescheid. Oh, Full Metal, guck mal, da will jemand entkommen. Ich glaube, auf den wird geschossen, oder? Ich glaube, so sieht's da nämlich aus. Hier, Full Metal, schieß mal erstmal auf den. Weggesniped. Und den nächsten, guck mal, der will hier gerade flüchten. Und das geht natürlich gar nicht, das ist ja klar, ne? Das sehen wir nicht ein, lieber Full Metal. Da rennen wir richtig schön nah ran. Circa so. Und jetzt schießen wir einfach auf den und gucken mal, wie das läuft, ne? Rechter Arm 56. Rechtes Bein 48. Jetzt treten wir den dumm. Ah, zack. Und bevor der wieder am Boden aufkommt, haben wir den hier kaputt geschossen. Passt auf. Kopf. Komm, Full Metal, nochmal. Nee, das wird nichts mehr. Obwohl, der liegt noch nicht und er ist down. Oh, shit. Full Metal, wir lieben dich. Das war super sick. Super sick war das. Guck mal, die beefen sich hier. Können wir alle nochmal dazukommen und ordentlich reinknechten. So, ihr drei bitte einmal. So, Alter, haben wir so viel Range? Re-Rap, Full Metal? Re-Rap? Ja, da geht natürlich noch nicht viel. Guck mal, da hinten ist noch den hier, ne? Inquisitili. Geh mal dafür jetzt, oder, Full Metal?
Hier, guck mal. Ja, genau. Schieß mal auf den Inquisitor. Ja, genau. Das war erstmal kein Hit, aber ist egal. Auf was wird jetzt geschossen? Das ist eigentlich immer wurscht, auf was wir schießen. Hauptsache, wir schießen. Na, Fullmetal, was ist denn die Mission? Auf was wollen wir hier schießen, Fullmetal? Ah, auf ihn. Verstehe. Oh mein Gott, diese Range. Ja, hust mal ein bisschen, gell? Haben wir es schwer im Giftgas, klar. Alter, wenn wir die eines Tages auf solche Distanzen snipen, wäre das natürlich schon... Okay, da sehe ich schon den Grund, weshalb man Fernkampf super geil findet, ne? Wenn man auf solche Distanzen Leute wegsnipt, ist das natürlich super cool. Uiuiui. Ja, da wird nichts weggetragen hier, ne? Tja, da sieht's ganz schlecht aus. Und zwar für alle. Oh, Neil, bist du noch am Blocken? Ja, kannst lassen. Kannst wieder reingehen, ne? Ist ja klar. Leute? Ja, schlag den mal dumm. Wir lassen hier niemanden entkommen. Würden die bei uns auch nicht tun. Glaubt's mir, ne? Glaubt's mir. Fullmetal? Ja, so kann man den natürlich nicht treffen. Na, oh nein, wie er hier bewusstlos gegangen ist im Giftgas. Tja, ist ein hartes Pflaster, auf dem die hier mit uns battlen, ne? Ist klar. Stark, Fullmetal, leg mal an. Uhuhu. Haben wir immerhin Eigenbeschuss rausgeholt. Perfekt, guck mal. Das läuft doch richtig hier, ne? Eben, Leute, eben. Also, Fullmetal, dann kannst du weitermachen. Wir müssen die Stahlproduktion auf die Beine stellen. Das ist jetzt ganz wichtig, ne? Wohin kommt die? So, Fertigung. Geht noch gar nicht, ne? Dann brauchen wir auf jeden Fall, das muss jetzt mal jemand von euch schnell schauen. Guckt mal hier rein. Wir brauchen jemanden, der an dieser Werkbank dann... Was brauchen wir hier? Das, gell? Ja, genau. Roboterteile brauchen wir. Dafür brauchen wir Skelettmuskel und Motor. Uiuiui. Für Skelettmuskel brauchen wir... Mhm. Und was ist das hier? Eine Presse. Okay, Alter, Leute, genau. Ja, das war hier genau die Geschichte mit das dauert ewig, gell? Zwei Eisenplatten. Damit machen wir eine Presse. Okay. Den Motor machen wir mit was? Elektrische Komponenten und Eisenplatten. Easy. Also müssen wir erstmal Motoren und Pressen machen, das kracht. So. Ja, leg da mal los. Wer macht das und was levelt das? Das ist jetzt die Frage. Wer macht das und was levelt das, ne? Da holst du dir zwei Electrical Components, das ist klar. Und dann levelst du dabei... Robotik. Ja, geil. Wer wird unser Pro-Tier Heal? Na, eigentlich jeder, oder? Eigentlich sollte jetzt jeder von denen irgendwo irgendwas arbeiten, oder? Der eine macht Motoren, die anderen machen Pressen. Und dann ziehen wir mal richtig durch. Weil ich meine, die lernen alle dabei Robotik. Das machen wir auf jeden Fall so. Guck mal hier, Warteschlange, Scheiß auf Presse. Das machen wir an einem anderen. So, dann bauen wir nochmal eine Roboterstation. Direkt. So, Fertigung, Roboterstation, let's go. Wir werden hier so reinschmieden. Na, da wird komplett eskaliert hier. Das ist ja klar. Wie kommt da jemand ran? So. Ja, ein bisschen blöd, aber machen wir es hier hin, oder? Dann kann man immerhin noch dran vorbei. Dann können wir da noch lagern. Okay. Alles klar. Fullmetal, du bist eigentlich noch Ingenieur, ne? Du müsstest das eigentlich regeln, aber du hast keinen Platz, I see. So, aber... Ja, zieh das mal schnell hoch. Okay. Ja, die muss ordentlich fertig gemacht werden. Die ist auch super cheap eigentlich, ne? Idealotastisch. Dann bauen wir oben direkt die nächste. Hä? So, Innenfertigung, Roboterstation. Zack, rein da.
So, dann noch Lager. Roboterteile. Da brauchen wir auch noch einige, das ist klar. So, hier. Na, dann machen wir da noch ein zweites hin, irgendwie, wenn geht. Als ob da nicht irgendwie klappt, oder? Sieht nicht so aus. Können wir hier eins dazusetzen? Ja, schaut mal, das wäre doch cool, oder? Ja. Muss jetzt. Und dann unten nochmal welche. Und zwar hier hinten ins Eck. Ist ja Logomatic. Ist ja logotastisch, oder? Ist ja logopädisch, würde ich sogar sagen. Hier. Let's go. So, und dann wird hier richtig losgelegt, oder? So muss es nämlich sein. Da wird jetzt richtig gehasselt, Leute. Motoren werden da hergestellt. Dann brauchen wir jemanden, der permanent elektrische Komponenten macht. Das ist dann wieder Fullmetals Job, sobald er, ne, alles gebastelt hat. Dann geforscht hat, dann macht er danach wieder Electrical Components und dann stellen wir hier ein paar Leute ab, die ordentlich leveln. Und währenddessen eine Shitton Geld machen, dann früher oder später. Ja. So muss das sein. Geil, Fullmetal, sehr geil. Wie steht's denn mit Electrical Components? Ich kann's leider von hier gar nicht einsehen, ne? Ja, die scheinen voll leer zu sein. Da muss dann erstmal hergestellt werden. Wahrscheinlich baut er da gerade auch deswegen nicht weiter. Hm. Aha. Ah, da legen die auch. Oh, nee. Wer hat da abgelegt? Agnu. Agnu legt da auch. Verstehe, weil das zu Robotik zählt. Natürlich, klar. Scheiße. Da müssen wir dann immer gucken, dass wir, ne, wenn wir losgehen, auch trotzdem noch Sachen am Start haben. Ja, das wäre sonst natürlich blöd. Genau. Dann müssen wir uns auf jeden Fall noch um ein geiles Stärketraining kümmern. Und da könnten wir eigentlich direkt loslegen, würde ich mal sagen. Na? Und zwar Burn. Bei dir ist es ganz wichtig, dass du original Stärke trainierst. Und zwar richtig dirty. Na? Das muss richtig in die Höhe schnellen bei dir. Guck mal hier. Na? Rein da mit allem. Das allein ist schon super schwer. Na? Das ist ultra geil für uns. Das ist schwer. Das ist schwer. Der ist schwer. Das hier ist schwer. Na, packen da einfach ein bisschen Stuff rein, würde ich mal behaupten. So, damit könnte ich mir vorstellen, dass du schon bodenlos überlastet bist, ne? 68%, geil. Dann haben wir hier noch davon. Nehmen wir auch noch welche mit. Wie viel haben wir jetzt? 79%, geil. Dann nimm jemanden. Let's go. Und jetzt Burn. Wie machen wir das, dass du das dann nicht wieder ablegst? Du folgst Fullmetal. Oder bei wem macht es denn am meisten Sinn? Jetzt, nee, wir schicken ihn einfach von A nach B. Wir lassen den Junge einfach latschen. 52er Stärke, geil. Der wird einfach ein bisschen rumlatschen jetzt hier, ne? Latsch mal nach da, dann latsch wieder zurück, dann latsch wieder hin. So wie es eben immer läuft, ne? So wird das jetzt hier gemacht. Okay, mega geil. Und sobald die nächste Station hier drin fertig ist, ne? Fullmetal, genau, bei dir wollte ich noch einstellen. Mach mal bitte danach wieder hier weiter. Ja, es sind nämlich gar keine Electrical Components mehr da. Forschen ist jetzt auch noch relativ viel, oder? Danach direkt nochmal 12 Stunden. Aber das ist wichtig, denn Stahlbarren müssen auch laufen, damit wir dann letzten Endes unsere elektrischen, was laber ich? Unsere Skelettreparatursets herstellen können. Na, das ist super wichtig. Es ist wichtig. So, guck mal, Burn, jetzt kannst du da hinten hinlatschen. Ja, eben. Strom ist genug da, oder? Ja, alles klar. Perfekt. Burn ist unterwegs. Klasse. Und levelt brachial. Na, das wird eine Weile dauern, bis wir die alle hochgezogen haben. Versteht mich nicht falsch, gar keine Frage. Wir tauschen hier noch was aus. Und zwar, Burn, guck mal, dass du hier möglichst viel von dem superschweren Shit in deinem Equipment hast, denn da ist die Überlastungsverringerung natürlich viel geringer. Und entsprechend, wissen wir Bescheid, was das bedeutet, ne? Ja, das ist hier ein bisschen blöd, aber passt schon. Ja, ja. So. Alles klar, guck mal. Dann können wir davon nochmal zwei reinnehmen. Reicht das gerade? Müsste gerade so, ja, perfekt.
So, alles klar. Und wie steht's jetzt um deine Belastung? 84, das ist wichtig, ne? Fühlt sich stellenweise nicht nach viel an, ist es aber. Dann macht man das hier auch noch, kommt. Vielleicht holen wir damit noch eine 85 raus. Ja, geil. Jeder Prozent zählt da. Jedes Prozentchen, ne? Geht viel schneller dann. Okay, perfekt. Also, Burn ist ordentlich am Trainieren. Das ist schon mal klasse. Ja, ja. Wie schnell bist du so? 5 und so? Auch 5. Dann kannst du das Ganze auch sneakend machen. Ah, das spielt überhaupt keine Rolle, wie du das machst. Du musst es einfach nur machen. Okay, Agnu, wie läuft das bei dir? Da geht gerade nichts, weil keine Electric Components. Verstehe. Dann scheißen wir auf den Motor und stellen die Presse her, weil die braucht nur Eisenplatten. Ja, alles klar. Perfekt. So, dann muss jemand on a daily base Eisenplatten machen. Das macht Neil, nicht wahr? Ja, alles klar. So, dann muss hier Ashitaka, du gehst so lange an den Erzbohrer ran, ne? Damit der Eisenplattenscheiß nicht zum Erliegen kommt. Alles klar. Ashitaka, kannst du denn gut arbeiten? Oh. Körperliche Arbeit 75, Junge, ja. Was können unsere Leute eigentlich nicht? Was können unsere Leute eigentlich nicht? Full Metal? 18, 18. Stark. Lieben wir. Na? Das wird noch richtig gut, glaubt mir. Das wird noch richtig, richtig gut. So, Burn, dann kannst du mal wieder in die Richtung latschen. Gucken wir uns unseren Außenposten so lang von der Seite mal an, ne? Dahin ungefähr. Latsch da mal hin. Ei, ei, ei. Das wird jetzt was, ich sag's euch. Das wird jetzt was. Müssen wir vor allem darauf warten, dass Full Metal mit der Forschung fertig wird, damit es dann mal wieder ordentlich weitergehen kann, zwecks Roboterteile. Dann machen wir eine Shitton Cash. Hasseln ein bisschen, na, im Sinne von, wie gesagt, eben einfach, dass wir Cash verdienen, plus, dass wir stärker werden. Und sobald das geschehen ist, würde ich sagen, brechen wir dann nochmal auf und versuchen nochmal welche zu rekrutieren, oder? Ah, Neil, du machst das auch. Ah, Neil, du bist hier auch am Start. Das ist ja klasse. Ja, nimm das mal. Kannst schon mal deinen Rucksack nehmen. Ashitaka, hast du genug Platz? Ja, guck mal, kannst sogar noch dein Licht dazu nehmen. Ist hier direkt eine Spur heller. Easy. Perfekt. Ah, Licht brauchen wir da drin natürlich auch noch, weil das mit der Lampe ja leider nicht geklappt hat, ne? Beleuchtung, Fackelhalterung. Genau, dann kommt da hier eine hin. Und hier eine hin irgendwie. Ah, und dann läuft die Geschichte oben natürlich auch. So, da, die dürfte ordentlich rasieren. Perfekt. Okay. Hä, habe ich es jetzt gar nicht gesetzt? Doch, habe ich. Okay, gut. Ja, eben Full Metal. So, und wo ist unser guter alter Burn? Der kommt gerade wieder rein. Perfekt. Und geht dann aber auch direkt weiter. Na, genauso soll es ja auch sein. Schön durchziehen, Burn. Na, das ist deine Mission. Einfach von A nach B ein bisschen durchziehen. Wie sieht's aus? 53. Bald 50%, let's go. So muss das sein. Na, dann würde ich sagen, erstmal Ziel. Burn machen wir jetzt diese Folge komplett durch und gucken mal, wie weit wir dann kommen. Solange schauen wir, dass die Robotikproduktion dann anläuft. Dann würde ich sagen, ziehen wir die anderen alle auf 50, 50er Stärke. Das geht relativ schnell und ist auch bei Neil. Na, und ja, okay. Bei Neil ist nicht mehr weit, Fullmetal Ashitaka wird ein kleines bisschen dauern. Ja, und Agnu und Neil hätte ich schon gerne 55, 60 eigentlich. Wir gucken jetzt mal, wie lange es braucht, ne? Jetzt kein Bock hier 10 Episoden, wisst Bescheid, aber wir werden auf jeden Fall schauen, dass die alle stärketechnisch nochmal gut nachgezogen werden. Denn das war wirklich ein Problem hier und da, ne? Da haben wir mal Baba Loot und dann können wir nicht gescheit mitnehmen. Das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich echt Quatsch, ne? Da dürfen wir nicht hin. Wir sollten uns nicht allzu häufig in dieser Position wiederfinden. Ganz im Gegenteil. Wir sollten immer hustlen können, immer mitnehmen können, Leute tragen können. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir ordentlich Geld verdienen, ne? Dass wir die Leute immer schön freikaufen können. Manchmal können wir sie auch nicht freikaufen. Wir müssen mal gucken, nächstes Mal will ich mal alle freikaufen. Dann gucken wir erstmal, ob das so läuft, ne? Und wenn wir dann das Gefühl haben, okay, jetzt haben wir mal einen rekrutiert, dann können wir es danach ja immer noch probieren, die mal nicht freizukaufen. Müssen ein bisschen schauen, ne? Ihr habt ja gesehen, die brechen dann da irgendwie wieder aus und so. Also wir müssen echt mal gucken, wie das läuft, wie wir das zum Funktionieren bekommen. Aber ich bin da nach wie vor guter Dinge, dass das irgendwie klappen kann. Da sehe ich eigentlich gar keine Probleme. Das ist hier schon die 6er Forschungsstation, das ist doch genial. Was haben wir denn hier?
starke Verteidigungsmauern, Level 6. Dafür müssen wir erstmal große Verteidigungsmauern lernen. 3 Ingenieursforschungsnotizen und dann hier nochmal 4. Lernen wir schon mal große. Ganz klare Sache. Na? Und dann brauchen wir nicht mehr viel für die starken Leute und dann sind wir richtig hart am Start. Kann man gar nichts sagen hier, ne? Da kann man mal gar nichts sagen an der Stelle. Alter, das wird so der Hammer, Leute. Das wird so der Hammer. Pacen wir wieder, Burn. Wer ist da vor dir und hat Lungenprobleme? Wer hat da Probleme mit seinen Lungen? Aha, wer walkt denn da? Wolken-Ninjilis. Echt, oder? So ein paar kleine Ratten-Ninjilis. Wollt ihr Ärger in unserem Außenposten machen? Das könnt ihr gerne machen. Das könnt ihr super gerne machen. Oh, und mir fällt gerade auf, wir sollten vielleicht mal wieder bei unseren Leuten ein bisschen den Verschleißschaden heilen, oder? Kommt, machen wir das ganz geschwind. Agnu, rein da. Ashitaka, rein da. Hielt euch mal. Das ist wichtig, ne? So, Neil ready. Agnu gleich. Ashitaka braucht noch. Ja, und dann kommen da direkt die Nächsten, das ist ja klar. Agnu wieder ready, Ashitaka auch, hasselt da rein. Haben sie die Chance genutzt, ne, als wir mal ein paar Leute ins Bett geschickt haben. Haben sie gleich genutzt, verstehe ich, aber auch viele andere Chancen haben die in dem Sinne nichts. Kann man nicht anders sagen hier. Ja, Leute, Stahlbarren 3 ist on, Eisenplatten 4 wird gleich gemacht, dann werde ich auch hier direkt upgraden. Ausgabe voll, ja, aber ich dachte gerade schon, Eisenraffinerie 2, warum können wir die noch nicht upgraden? Wir machen jetzt ja Eisenplatten 4. Komisch. Wer wird da zersägt eigentlich gerade? Wieder ein paar Wolken-Ninjilis. Fullmetal, warum kriegst du da oben schon wieder so brachial auf den Deckel? Ah, ich verstehe, 3 gegen 1 plus schwerer Rucksack. Und er will noch ein bisschen schießen. Na, Fullmetal, wenn du das sagst, dann müssen wir das wohl so hinnehmen, ne? Burn, wie sieht's bei dir aus? Du bist unterwegs, das ist klasse. So, die regeln da schon, ne? Die regeln da schon. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Burn sollten wir auch mal wieder heilen. Fullmetal, knall dich mal geschwind ins Bett hier. Ja, nicht auf Etage 1, sondern auf Etage 0. Zack, rein da. Ja, easy. Fullmetal wieder fit. Neil, rein mit dir, komm. Ja, Agnu, rein da. Cured euch mal kurz. Fullmetal, bist du fit? Ja, Neil ist fit. Stark, Ashitaka, rein da, Agnu, rein da. Ja, und wie wir das gewinnen. Orkan hat keine Chance gegen uns. Zeigen euch mal, wie es läuft hier, ne? So nämlich. So nicht anders. Die kriegen auf den Sack. Und zwar so richtig. Unser Außenposten. Alter, wie wir einfach 4 Raids abgefangen haben. 4. Oder es kamen erst die Wolken-Ninjilis, dann kam die Holy Nation, dann kamen die Sklavenratten-Jungs. Und dann, nee, die Sand-Ninjas waren ja da, 3 waren es, oder? Und dann kamen noch einfach so Wolken-Ninjas vorbei. Ja, okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Das war ziemlich brachial, was wir da abgezogen haben, auf jeden Fall. Na, guck mal, der Inquisitor macht schon wieder Stress, aber Fullmetal ist da mit der Armbrust zur Stelle. Ja, genau, so sieht's nämlich aus, ne? Kleiner Ratteninquisitor. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Einfach nicht mit uns. Burn hier so am Langstriden, ne? Ja. Das geht dann immer schneller, als man denkt. Wie viel haben wir denn? Was? Junge, wohin rennt denn die Zeit, wenn man Kenshi spielt? Das ist so verrückt. Gerade erst angefangen gefühlt, oder? Kurz ein paar Aufgaben verteilt, Burn beladen, losgeschickt und zack, 30 Minuten um. Hä? Einfach hä? Woher diese? Woher diese? Wann dürfen wir denn das hier upgraden? Vielleicht brauchen wir auch früher oder später noch mal ein bisschen mehr Strom. Jetzt kommen schon wieder Wolken-Ninjilis reingeradet. Okay. Okay! Es ist okay. Fullmetal, sag mal, du hast doch keine Geschützturmwache. Warum stehst du denn ständig da oben? Ja, Fullmetal? Oh, Junge, ah. Er hat es bekommen, ah. Stark, Fullmetal, do it. Kommt der hoch zum Fullmetal. Ja, guck mal, die kriegen hier richtig. Das war gerade schon wieder linker Arm, ne? Und zwar das kracht.
Full Metal? Auf was schießt du? Ashitaka? Willst du den auch bekämpfen oder nicht? Doch schon, gell? Na also, was kann der jetzt eigentlich mit 50? Was ist der 50er-Move? Der 50er-Katana-Move? Den würde ich schon gerne mal sehen. Alter, Agnu auch complete wild, oder? Der geht da rein wie wild geworden. Ah, war es der hier? Schnitt von unten nach oben und dann von oben nach unten rein. Ja, stark, Ashitaka. Ich verstehe, wo das hinführt. Glaube ich. Oh yeah. Ja, Ashitaka, darfst dich immer auch selbst heilen. Das finde ich ein bisschen irre, dass sie das nicht machen. Das sehen die stellenweise einfach nicht ein, gell? Sich auch selbst zu heilen, so. So, ah ja, ein anderer macht es ja gerade, ja, aber spricht doch nichts dagegen, dass es doppelt so schnell geht, oder? Ja. Yeah. Unser Inquisitor stellt sich schon wieder tot. Ja, der soll's ruhig probieren, wisst ihr, wie ich meine? Der soll's nur versuchen. Ja, eben. So sieht's nämlich aus hier, ne? So sieht's nämlich aus hier. Burn, wie läuft's bei dir? 55er Stärke, geil. Ja, die regeln das da, da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Wird schon laufen. Burn, kannst mal wieder nach da. Alter, wie es hier permanent irgendjemand versucht, ne? Permanent ist es irgendwie. Dann kommen ständig noch neue dazu. Junge, Junge, hier geht ja gerade eine never-ending Party, oder? Ja, ja, stark, Leute. Sehr stark, wie er da durchgeht. Die Dunkelheit, Alter. Ja, ja. Sehr dunkel sieht's da aus für dich, ne? Fullmetal, schieß mal gleich auf den Knecht hier neben dir. Alter, er macht uns, er hält uns hier ganz schön. Fullmetal, auf was wird da geschossen? Stark, stark. Do it, Fullmetal. Wird dann nochmal geshootet? Nee, nee. Erstmal nicht mehr. Alter, wie hier die Party abgeht. 20er Armbrüste, stark. Neil, 47er Hacker, gerade geworden. Geil. Ah, hier schwere Waffen, immerhin 48 bei Burn. Oh, apropos Burn, wo Burn? Ja, Burn gerade im Vorbeilatschen. Perfekt. Ashitaka, 52er Katanas, hammergeil. Und hier 50er Stangenwaffen. Agnu, gucken wir uns auch direkt an, oder? Agnu, was ist dein 50er-Move? Den Copter kennen wir, den gedrehten Copter kennen wir ebenfalls. Was ist dein 50er-Move jetzt? Ja, den kannten wir bereits. Den kennen wir. Kennen wir alles, Agnu. Alles ein alter Hut hier gewissermaßen. Na, da wissen wir schon Bescheid, wie es läuft. Alter, die Armen. Ja, da gibt's nicht viel zu holen für die. Da gibt's echt nicht viel zu holen. Guck mal, hier draußen geht schon wieder der Nächste, ne? Wie hier permanent Leute versuchen, irgendetwas zu regeln, ne? Oh! Alter, die Stangenwaffen-Moves sind auch so unverschämt cool einfach, oder? Wie viele Pressen haben wir schon? 4 Stück? Stark! Sehr stark, Agnu. Sehr, sehr stark. So muss das nämlich sein. Dann pacen wir wieder. Burn, wo du? Klasse, du bist unterwegs. 82er Überlastung. Ich wünschte, da würde mehr gehen, aber da geht gerade einfach nicht mehr, ne? Ja, 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 ja. So ist das, Leute. So ist das. Können wir hier nicht... Ja, da können wir keins mehr unterbringen, gell? Super schade, aber kann man nichts machen. Wir könnten das rauspacken und nochmal 3 davon reinpacken. Wir könnten auch den Rucksack einfach ins Equipment legen, oder? Ich glaube, das bringt mehr. Weil dann haben wir ja die Verringerung nicht. Ja, Burn, komm mal her. Und ich dachte, das Leben, bla bla bla, ne? Die denken hier alle Dinge, aber es gibt hier nichts zu denken für euch. Hier sieht's ganz, ganz schlecht für euch aus. Das sind die Wolken-Ninjilis. Ja, die können es gerne versuchen, Burn. Wir wissen doch alle, wie es läuft, ne? Wir wissen doch alle, wie das laufen wird. Hier, guck mal. Na, wer weiß, vielleicht kriegen wir gerade noch so 60 hin. Alter, wie das hier gerade eine Never-Ending-Party an unserem Außenposten ist. Da geht ja permanent der Punk ab. Aber hey, waren halt auch 3 Raids und eine Rando-Gruppe, ne? Dass da entsprechend was abgeht, ist ja klar. Perfekt, jetzt ist Roheisen voll, guckt mal. Das ist eigentlich ideal für uns, denn, ja, wisst Bescheid. In dem Sinne können wir halt ganz gechillt mit Burn hier rumlaufen. Und auch wenn wir es mal vergessen, wäre es in dem Sinne nicht sonderlich wild. Na? So, wo haben wir es? Hier machen wir nochmal 3 rein. Alles klar. Ah, nee, stimmt gar nicht. Wir machen die hier raus. Dann packen wir das hier da rein.
Ja, nicht da rein, sondern hier rein. Nehmen den hier runter und gucken jetzt mal. 89%. So nämlich, ne? So nämlich, okay. Und dann würde er ja eh gar nichts ablegen. Perfekt. Weil er kann es ja nicht aus dem Rucksack raus ablegen. Ja, easy. So ist es ideal. Genau so müssen wir das machen, Leute. So und nicht anders. So und nicht anders. Alter Junge, diese Leichnämer hier drin. Was ist nur los? Richtiges Schlachtfeld hier, ohne Scheiß. Oh Mann, wo ist eigentlich der Inquisitor? Ist der irgendwie mal weggekommen oder liegt der hier auch noch irgendwo rum? Ja, sieht gerade schlecht aus, ne? Scheint weggekommen zu sein, gar nicht schlecht. Wüsste nicht ganz wie, aber er scheint es irgendwie geschafft zu haben. Ist aber auch egal, der nächste Inquisitor kommt bestimmt, damit mir kein Kopf. Paladin, Junge, den uns auch komplett zerwurstelt hier, ne? Gliedmaßenverletzung ist wohl noch das geringste Problem, was der gerade hat. Eher Bauch, minus 49. Da sieht's schlecht aus, aber verheilt ist er immerhin das. Oh, wer versucht's da? Echt jetzt? Ja, das bezweifle ich nämlich vehement. Ashitaka greift den mal komplett grundlos an, XD. Mhm, ja, deine Lunge, gell? Ist hier nicht so der beste Ort, um gegen uns zu kämpfen. Zeig uns dein 50er Move, Ashitaka. Egal, was das gerade für ein Move war, ich lieb's. So Dash-Moves waren schon immer sick as shit, oder? Okay, und dann würde ich fast sagen, liebe Leute, nehmt euch alle mal jemanden hier an, ne? Und tragt den jetzt einfach rum. Das ist zwar ein passiver Stärke-Grind, aber auch der wird uns früher oder später ans Ziel bringen. Ja, alle schön jemanden mitnehmen, zack, 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 genau, und dann wird gechillt. Ashitaka, so do you. Perfekt. Na, relaxen nennt man das auch. Ordentlich relaxed muss da werden. Jetzt könnten wir aufwerten, stark. Für 13 Eisenplatten, das machen wir direkt. Na, so, jetzt passt mal auf, und zwar Full Metal. Gönn dir mal alle Eisenplatten, die da drin sind. Dann werten wir das hier auf. Zack. Na, und Full Metal, du bastelst das geschwind. Wie steht's hier mit Eisenplatten? Ja, easy. Da steht's absolut, da sieht's geil aus. Na, da sieht's absolut geil aus für uns. Okay, so, Burn wieder im Auge behalten. Burn, du kannst wieder in die andere Richtung latschen. Klasse. Puh, das ist gerade richtig Micromanagement, lastig hier, ne? Aber das wird, Leute. Wir werden hier so durchziehen. Vielleicht brauchen wir auch bald noch mehr Strom. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir die ganze Robotikgeschichte ankurbeln, dann brauchen wir safe noch mehr Strom. Aber auch das ist okay. Na, sind jetzt vielleicht noch mal ein, zwei Episoden Stärketraining und Außenpostenverwaltung. Dann gehen wir direkt noch mal hoch zum Rüstungskönig. Hoffentlich auch schon mit unserem ersten Cash, das wir richtig schön selbst gemacht haben. Na, ordentlich Skelett-Reparatursets am Start. Wir haben ja auch hier noch einiges zu verkaufen, so ist es ja nicht. Na? Aber wir haben jetzt in letzter Zeit auch super viel gebraucht, oder? Agnu hat gar keins, das ist natürlich Quatsch. Agnu, du brauchst schon mindestens irgendwie eins, das wäre nicht schlecht. Ja, hier, nimm mal mit. Na? So, Burn hat auch keins. Full Metal hat zwei. Neil hat drei. Okay, ja, Burn kriegt eins, sobald es wieder Sinn macht, ne? Der braucht jetzt ja auch gewissermaßen keins eigentlich. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon absolut in Ordnung so. Da können wir mal easy chillen und müssen uns überhaupt keinen Kopf machen. Burn soll hier einfach ein bisschen durchziehen. Ja, der hat gerade Wichtiges vor. So ein bisschen nach links laufen, dann auch mal wieder nach rechts. Ist dem eigentlich ganz egal. Mhm, guck mal, ihr beiden könntet da gerne mithelfen. Solange da nur gebastelt werden muss, na, geht's dann viel schneller. Guck mal hier, ne? So, schaut mal, und auch jetzt könnt ihr wieder mithelfen. Das könnt ihr gerne versuchen, aber das wird euch nichts bringen, Leute. Hier, hilf mal mit, genau. Perfekt. So, und wer hatte diesen Job? Neil, oder? Eisenraffinerie 3, genau, ja, die bedienst du dann. Stark. Ah, will schon wieder jemand? Ja, wollten den Gilis, ne? So, Neil, wie sieht's jetzt aus? Oh, Burn wird angegriffen. Ah, oh, moin. Ja, Burn, das sind ein bisschen viele Leute, ne? Da wirst du keine Chance haben.
Ja, da wird er nackig gemacht. Das ist aber okay. Wir bringen ihn einfach hierher und dann wird es schon, ne? Er wird auf dem Weg safe ordentlich angebastet. Okay, komm, wir schicken schnell Ashitaka und Agnu und Neil. Wir schicken einfach schnell alle. So, Burn. Und dann bleib du mal schnell hier und block einfach. Dann passt das schon. So, na? Sind gleich da, denke ich mal. Na also, die regeln das dann schon. So, da drehen sich nämlich schnell die Schadenszahlen um, ne? Burn, Achtung, deine Brust. Don't do it mit deiner Brust. Ja, eben. Unsere Leute regeln das. Ist ja klar. Alles klar, Burn, ne? Kannst wieder chillen. Heal dich schon mal. Ich habe keins Reparaturset. Ja, stimmt, da war was. Verzeih. Ja, eben. Hack mal noch einen hinterher, ne? Ist ja klar. Und dann wird hier gleich gehealt. Und dann geht's weiter mit unserem Stärketraining, oder? Ja, eben halt mal den Burn hoch. Klasse. Und dann ist der Junge fit und kann direkt weiter, ne? So muss es nämlich sein. Geilon! Leute, das klappt doch ideal hier, ne? So nehmen wir hier richtig mit. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt einfach unsere Mission. Haben hier jetzt wirklich brachial Leute verprügelt. Da kann man mal gar nichts sagen, ne? Wir haben hier so gelevelt. Stangenwaffen 50, let's go. Katanas. Nahkampfangriff hier auch auf 51. Ashitaka komplett bodenlos mittlerweile. Unser bester Kämpfer eigentlich, oder? Kann man nicht anders sagen. Ja. Neil schon auch eigentlich weit vorne mit dabei. Burn genauso. Bei denen freue ich mich beiden hart auf die 50er. Bei ihren Waffen, ja. Hier Hacker 47, hier schwere Waffen 48. Das wird der Hammer. Full Metal mittlerweile bald auf 22 bei Armbrüste. Ich lieb doch alles daran, Leute. Ich lieb doch absolut alles daran. Es ist doch einfach geil, oder? Es ist doch einfach geil. Da kann man doch gar nichts sagen hier. Jetzt noch die Forschung, danach noch Verteidigungsmauern und dann geht's auch mal richtig weiter hier mit, ne, elektrischen Komponenten. Das heißt, nächste Episode werden wir uns hart darum kümmern, dass hier drin die ganze Robotikgeschichte hart losgeht. Und zeitgleich würde ich sagen, oder vielleicht sogar fast davor, sollten wir uns noch um ein paar Ventilatoren kümmern. Ventilatoren, ihr wisst, was ich meine, ne? Full Metal schießt im Haus auf die. Full Metal, du bist einfach bodenlos. Ja, eben, ne? Dann mach mal weiter hier, Full Metal. Wie sieht's denn aus mit Wissenschaft? Alter, ne? Geht auf die 70 zu hier. Geht auf die 70 zu. Burn. Alter Haudegen. Lauf mal wieder nach da. Wir haben es mittlerweile im Übrigen Tag 68. Ne? Forschung abgeschlossen, Eisenplatten 4. Wir könnten den jetzt nochmal aufwerten. Ausgabe voll. Guck mal, Strom hat er jetzt schon zu wenig. Seht ihr das? Seht ihr das? Anyway. Full Metal, nimm dir das da raus. So. Nimm dir hier noch mehr raus. So. Und dann wird hier direkt nochmal aufgewertet. Ja. Geilon. Perfekt. So, na. Nochmal 15 Eisenplatten da rein. Nochmal den ganzen Zustand hochbolzen. Wie sieht's mit Ingenieur aus? Auf 60 auch richtig, richtig, richtig stark mittlerweile, na. Ja, ja. So muss das. Burn. Da will ein einzelner Wolken-Ninja Beef mit dir. Das kriegst du hin, oder? Auch komplett überlastet, denke ich mal. Muss eigentlich nur ein Hit sitzen, dann haben wir den Junge, ne? Ja, ja. Alter, er haut schon gut raus. Dafür, dass er so überlastet ist, ist das komplett bodenlos, was er hier gerade abzieht. Junge, das ist komplett bodenlos, was er hier gerade abzieht. Stark, Neil. Die Hilfe jetzt nicht gebraucht, aber stark, Neil. Okay, Burn. Na, deine Aufgabe ist es, nach da zu rennen. Guck mal, da kommen noch ein paar andere, die Ärger wollen. Können die gerne haben. Unsere Jungs kümmern sich da. Burn soll einfach nur, wisst Bescheid, ne? Ja, Ashitaka. Zeig denen mal, wie es geht, ne? Ja, eben. Klar kriegen wir da ein bisschen auf den Sack. Sind ein bisschen schwer unterwegs. Das ist aber okay. Denn ich denke mal, gerade so ein Ashitaka, ja, hat schon ein Stärke-Level gelevelt. Einfach, indem er jemanden rumträgt. Das ist natürlich klasse, ne? Genau da wollen wir ja hin. Zeig mal her, Neil. Eben, Neil. Woo. Go, Neil. Alter, wie er performt. Puh. Oh, wow, wow. Ah, dreckig. Er wird dreckig performt. Komplett crazy, was die Jungs hier abziehen. Es ist doch einfach verrückt, was die hier abziehen mittlerweile. So, dann pacen wir wieder. Ist ja klar.
Burn ab nach da hinten. Full Metal, wie lange braucht das hier noch? Ja, und ihr beiden könnt da gerne wieder helfen. Wieder permanent irgendjemand beefen will, na, es ist echt verrückt. Es ist doch echt verrückt. Da will ständig jemand Stress. Wir müssen doch irgendwann mal genug haben hier, oder? So, jetzt haben sie, glaube ich, erstmal genug. Dann helft hier mal schnell beim Hochziehen, bitte. Ja, einfach damit es schneller geht jetzt hier. Mit dem Fullmetal gerne mal ein bisschen helfen, durchzuziehen. Das ist crazy, wie ewig das dauert, oder? Ashitaka. Ja, wenn du angegriffen wirst, darfst du dich schon verteidigen. So ist es nicht, ne? Auch wenn man einen Job hat, ist das voll okay. Machen wir da weiter hier, ne? Ja, eben. Alter, dauert das lange. Junge, Junge. Aber es sind wichtige Fortschritte, die wir hier diese Episode machen. Auch wenn es sich gerade so anfühlt, als würden wir einfach auf der Stelle treten. Wir werden damit unnormal viel Cash machen. Und an dem Cash hängt sowohl, und darauf habe ich auch gestört Bock, wir werden Cash machen, während wir bodenlos Robotik trainieren. Sprich, wir werden dadurch allein schon besser in den Kämpfen klarkommen, weil wir uns zukünftig noch schneller heilen werden. Dann werden wir genug Geld haben, um das mit der Sklavengeschichte nochmal richtig gestört auszuprobieren und auf die Spitze zu treiben. Und wir werden immer genug Geld mitnehmen, dass wir beim Rüstungskönig potenziell 2 fette Items kaufen könnten, wenn er das da hat, worauf wir halt geiern. Na? Das ist so ein bisschen der Plan. Das wird jetzt eine kleine Weile dauern, aber wir kommen dahin und ich würde sagen, Unterhaltung haben wir ja hier immer mehr als genug. Also hier geht ja so die Post ab. Wir haben ja auch neulich mal diese Raid-Geschichten und so hochgestellt und ich würde sagen, beste Idee ever, oder? So, Ashitaka, ich will mal deinen 50er-Move sehen, super gerne. Oh ja, Agnu flattert mit. Das war er, glaube ich, gerade. Ja. Es ist dieser, ich schneide von unten so nach oben und hack dann komplett gerade nach unten, oder? Das ist der neue Move, ziemlich sicher. Ich bin, na, nicht 100 pro, aber ziemlich sicher ist er das. So, ihr beiden helft dann hier gleich wieder. Fullmetal, komm, tu da direkt alles rein. 2? Ich glaube, ich kack ab. Dann helft mal hier schnell, Jungs, ne? So, Fullmetal, tu da gleich mal wieder alles rein. Dann tu bitte wirklich alles rein. Wie viel hast du denn? Ja, du hast doch alles. Pack da alles rein. Ja, so ist geil. Und dann helft ihr da mit und dann geht es ruckzuck, oder? Stark. Burn, wo du? Hier du. Okay. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ah, direkt wieder am Überziehen. Ah, da wurde schon wieder was gemetzelt. Ja, ja. So ist das eben. Na, wir alle wissen, wie das ist. Ist, wie es ist. Ich würde sagen, das Ding hier bastel ich auf jeden Fall noch fertig, oder? Ganz klare Sache. Und da ich weiß, dass mein Favorite Banger gar nicht mal so lang ist, ziehen wir uns den auch nochmal rein. Oh Mann, ich liebe doch alles hieran so sehr. So, zack. Ja, na also. So, Neil, wie sieht's aus? Eisenraffinerie IV, da wird hart gearbeitet. 39 Strom braucht die, aber Junge, Junge, ist die efficient. Das geht ja super schnell. Alter, Eisenplatten werden sprudeln da nur so raus, ne? Geil, Neil. Erzbohrer kannst du lassen, das macht nur Ashitaka, das passt. Neil? Hä? Ashitaka, was machst du jetzt? Nichts. Ist die Ausgabe hier schon wieder auf... Nee. Was ist dann euer Problem? Ach, hier geht gerade... Der macht das automatisch? Der muss nur noch beliefert werden. Das ist ja ideal. Das ist ja ideal. Das heißt, ihr könnt hier jetzt durchgehend dumm hin und her rennen. Bedient automatische Eisenraffinerie. Ja, geil. Und ansonsten sollt ihr hier hacken. Klasse. Und dann rennt ihr einfach immer wieder von A nach B, oder? Kann das auch mal dann Neil machen oder macht das immer Ashitaka? Ja, das macht ihr nämlich beide, gell? Schön, dann rennt ihr nämlich dumm hin und her und levelt dadurch permanent eure Stärke. Lieben wir. So muss es nämlich sein. Klasse. Okay, na dann haben wir das aufgebaut und dann müsste Fullmetal jetzt ja nur noch diese eine Sache hier forschen. Und dann geht's für uns auch schon wieder direkt weiter mit Fullmetal stellt endlich wieder, na, elektrische Komponenten her. Damit werden wir uns direkt auf mehr Strom stürzen. Das richte ich uns schon mal ein, würde ich behaupten, an der Stelle, oder? Wir brauchen mehr Strom. So, Strom. Kleiner Windgenerator. So, wo machen wir noch welche hin? Machen wir hier in die Mitte einfach eine Lane, oder?
hätte ich jetzt gesagt. Da steht es am wenigsten im Weg, so. Ja. Einfach so eine Lane rein, wisst ihr, wie ich meine? Schöne Gerade setzen. Klasse. Oder nochmal 6 Ventilatoren und ich glaube, damit kommen wir gut vom Fleck. Damit kommen wir gut vom Fleck. Ja, die baut er jetzt nach und nach auf. Und sobald er nichts mehr hat, um reinzutun, wird er fertig forschen. Und dann kommt nächste Episode wieder unser Electrical Component Grind. Und dann läuft die Geschichte auch wieder. Na, dann behalten wir das hier genau so im Blick. Burn, wie sieht's aus? 59 bei knapp 40%. Das ist geil. Und damit verabschiede ich mich, Leute. Bis zum nächsten Mal. Lasst Liebe da, euer P. Ade.